Juhu, Leute! Prison Architect muss und soll weitergeben. Willkommen zurück. Ja, wir hatten die Dusche erweitert, weil wir hatten die Zellen hier erweitert und eine Werkstatt gebaut. Ja, genau. Ihr wisst ja, ich hab's ja manchmal so ein bisschen mit zuletzt bei. Das heißt, wir wussten nicht, ich weiß oft mal nicht, was zu tun ist. Informationen. Oha. Okay, das ist neu. Das kenne ich jetzt nicht. Was ist hier? Ah, was die hier so kriegen, was die hier so rauskriegen, ne? Das ist wirklich interessant. Die letzten 24 Stunden. Okay, einmal Drogen. Oh, hier ist eine Menge rausgegangen. Wer geht denn bitte mit einem Schlagbohrer? Oh, das ist ja geil. Ich sag mal, wer geht denn bitte mit einem Schlagbohrer in die Küche? Was ist falsch mit denen? So, Logistik. Wieso hat niemand hier Jobs angefordert? Haben wir... Oh, 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 was ist hier los? Ein Tod! Alter! Okay. Mir reicht's. Wenn die sich hier anfangen totzuschlagen, dann wird hier erstmal schön durchsucht. Ist mir scheißegal. Auch morgens um 9:30 in Deutschland. Dann wird hier rigoros durchgerührt. Also, dann könnt ihr euch mal richtig schön hier wieder in euren richtig gemütlichen Isolationszellen. Ihr Schweine. Ihr könnt ja mal sehen, was ihr davon habt. So, ich muss immer noch auf 50 erhöhen und auf meine Gelder warten. Das ist geil. Plus 7 warten. Das ist geil. Das ist richtig geil. Und mit geil meine ich nicht. Was können wir denn mal bauen? Wir können doch irgendwas bauen hier wieder. Ein Sicherheitsbüro, Leichenhalle. Eine Leichenhalle, ja. Das könnte ich jetzt fast gebrauchen. Aber ich könnte eigentlich mal so eine Kapelle bauen, ne? So ein bisschen können die da ihren Gelüsten nachgehen. Irgendwie hier so ein bisschen rumbeten und so ein Zeug, ne? Warte mal, haben die Bock auf Beten? Oh, die finden das jetzt schon gar nicht so... Was? Oh, jetzt habe ich die Ratze abgebrochen. Naja, habt ihr nochmal geklappt. So, dann bauen wir mal hier so. Ja. Ja, das reicht als Kirche. Kirche, genau, als Kirche. Als Kirche. Zack. Zack, zack. So, richtig schön den Raum erweitert. Eine Türe. Oh, die können wir hier hinstellen. Dann passt das auch. Dann kriegen die ihre Kirche. Ich kann wieder Zeug verticken, geil. Dann mache ich das. Zack, 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 zack. Was gibt das denn? 260. Ah, ne, nicht ganz. Ah, es gibt nicht 260 pro Stück, aber das gibt ein bisschen was. Boah, ja, kotzt so schön die. Ja, das ist mir scheißegal, wie ihr das da findet. Ist mir scheißegal. Eigentlich wollte ich euch hier ein bisschen netter machen. Aber wenn ihr mir so kommt. Wenn ihr mir so kommt und euch gegenseitig killt, ne? Da kenne ich nichts. Da bin ich nicht für. So, Kapelle. Wird ja dann so. Weil das ist nicht mal 6x6. Das ist doch 6x6, oder nicht? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lol. Ja, gut, dann ist das halt nicht die Kapelle. Dann ist das halt irgendwas anderes. Dann machen wir daraus die Bücherei. Der Postraum. Oha. Gibt einen Postraum? Was kann denn der Postraum? Bibliothekars, Pult und Tisch. Okay. Na gut, dann machen wir das. Der Bibliothekars, Pult kommt hier hin. Und hier kommen jetzt einfach mal so drei Tische hin. Und dann ist das jetzt hier der
Postraum. Gut, dann bauen wir hier unten noch die. Haben wir noch genug Geld? Ja, wir haben noch genug Geld. Kommen außerdem noch mal ein paar neue. Dann bauen wir mal hier so eine. Das müsste doch jetzt passen. Wenn wir das bis hier runterziehen. Ja, war ein bisschen groß, ne? Machen wir mal so. Dann kommt hier die Kapelle hin. So sind wir ja nicht, ne? So wollen wir ja auch nicht sein. Die Leute müssen ja auch beten können. Ja, was ist das jetzt? Aha. Was können die denn? Also die Wachen gehen da rein. Ja, okay, aber... Ja gut, aber wenn die Wachen da reingehen, dann sollte man ja besser eine Personaltür hinbauen, ne? Statt eine normale Tür, ne? Und dann machen wir nämlich hier die Tür rein. Wo sind denn die Arbeiter? Komm. Genau. Das nimmst du mal ab da. Baust dann eine normale Tür hin. Läuft bei euch. Läuft bei euch. Zack. Ja, jetzt muss es aber hier reichen, ne? Für eine Kapelle. Was ist er jetzt hier? Ja, 6x6, na also. Geht doch. Sehr gut. So, Versorgung. Ja, der Strom. Machen wir mal den Strom von hier rein. Was bringt denn der Postraum? Ich habe keine Ahnung, was der bringt, aber... Die finden den gut. Und wenn die den gut finden, dann ist das schön. Boah, ich habe mittlerweile 3000. So. Alter. Den machen wir mal hier so. Ja, das klingt gut. Kirchenbänke. Na gut, das ist jetzt natürlich... Das habe ich natürlich jetzt nicht so gut geplant, ne? Sehe ich ein. Warte mal, wie weit wird das denn gehen, wenn ich hier zwei Kirchenbänke... Einen dazwischen, so bis da runter. Naja gut, dann werde ich den Raum noch ein bisschen erweitern. Ja, erweitere ich den noch so. Und dann passt das. Hä? Was ist denn hier? Versorgung. Oh, lol. Echt? Habe ich da vergessen? Okay, das ist peinlich. Und nach da oben rechts gibt es kein Licht, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Komm, dann erweitere ich noch so ein bisschen das Stromnetz nach hier. Dann kriegen die da auch... Apropos Stromnetz. Ach, das läuft noch einwand. So, die Kapelle wird erweitert. Was macht der Postraum? Leute, wisst ihr, was der Postraum macht? Keine Ahnung, was der Postraum macht. Ja. Können wir da irgendwas einsetzen? Irgendwelche Leute? Maximale Chips. Oh, lol, hier können tatsächlich Leute arbeiten. Ach, ich muss hier immer wieder die... Ah, ich verstehe. Ich muss hier... Hä? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Was ist denn jetzt hier verkehrt? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist denn jetzt hier so ein... Ausbrüche? Okay. Wie ist der denn jetzt rausgekommen? Das muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Aber dann kann ich den hier nochmal demontieren. Was ist das für krasse Typen? Ich meine, wie ist denn der jetzt ausgebrochen? Okay, muss ich wohl ein bisschen die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Ah, das ist jetzt nicht so geil. Aber jetzt stellen wir, machen wir erstmal die Bänke. So, da kommen dann die Gebetsteppiche hin. Ja, ja. Machen wir da einen frei. Dann die Gebetsteppiche. Damit die auch nach Mekka beten können. Ich weiß jetzt, wobei, ne, warte mal, Mekka nach Osten? Ich kann mich da jetzt, ich möchte mich da auch jetzt nicht auf irgendeine, hier in den Altar. Na komm,
Soll der Geiz. So. Dann können die da richtig schön beten. Ja, guck mal, da gehen doch schon die ersten hin und sagen. Darathon unser. Der du bist am PC. Bitte macht halt, wir hier rauskommen. Wer ist denn da bitte. Warte mal, jetzt kann ich doch irgendwie hier geistliche Führung oder sowas, ne? Entferne die Versorgung von. Aber wie soll das denn gehen? Tischlerausbildung. Hm. Warte mal. Das kann ich doch schon fast was denn hier. Platziere 20 Pulte. Wie viel haben wir denn? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Okay. Dann brauchen wir noch 2 Pulte. Oh, hier die Streber in der ersten Reihe. Ob das hilft, weiß ich nicht. 15 bestandene Grundausbildungen. Warum sind. Was? Oh Mann, ich hinterfrag das gar nicht. Ja, scheiße. Geflohene Gefangene. Das frage ich mich jetzt, wie wir das wegkriegen. Ja, Grundausbildung läuft. Sicherheit. Hier gab es doch irgendwo. Spirituelle Führung, genau, ja, das können wir auch machen, weil die spirituelle Führung ist nämlich in der Kirche. Jetzt können wir hier nämlich den Zeitplan editieren. Werkstatt, Klassenraum, spirituelle Führung, genau. Das sollte aber nicht alles gleichzeitig laufen. Deswegen machen wir das jetzt mal so und das so. Weil das sollen die mal nicht hier alles gleichzeitig laufen, weil dann arbeitet nämlich keiner. Das ist nämlich das Problem. So, Wachen. Wir müssen hier das natürlich jetzt erweitern, ne? Dass die hier reingehen in den Postraum und. So, ja, wird da eine Wache abgestellt für. Können wir notfalls auch noch eine einstellen, so. Wir haben es ja. Und es soll ja nicht heißen, dass das hier unsicher ist. Wir haben nichts weiter gebaut. Das ist auch okay so. Jetzt schauen wir uns nochmal an, ob wir alle Jobs gelegt haben. Ja, hier ist alles voll. Alles gut. Wie viele Jobs haben wir denn hier? Nochmal 10, 20, 30, 50, 60, genau. Ja, dann haben wir in der Theorie alle einen Job. Das ist schön, das ist schön, das ist toll. Es kommen wieder zwei neue. Das ist auch schön. Ja, läuft bei euch. Isolierung 4 Stunden. Ich werde das mal erhöhen hier. Die Strafen müssen sein. Immer eine Stunde länger. Ah, da sogar 2 Stunden länger. Drauf geschissen. Drauf geschissen. So, was? Der Postraum. Postsack. Okay, warte, ich kann den rotieren. Ah, lol. Na ja, gut. Läuft bei denen. Ja, Gefängnis. Wie ist der geflohen? Ich frage mich, wie der geflohen ist. Der scheint ja wohl hier irgendwo geflohen zu sein. Weil ich sehe auch hier nirgendwo einen Tunnel oder so. Aber wir können mal schauen. Es gibt hier doch irgendwo Wachhunde, genau. Wir schalten die Wachhunde jetzt mal frei. Weil die Wachhunde, die können nämlich diese Tunnel erschnüffeln. Oh, das ist schon mal eine sehr geile Sache. Und ich überlege gerade, warum wir die Putzkammer so klein haben. Naja, egal. Sind das immer noch nicht 20? Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, 19. Okay. Ja. 20, so, Herr Lehrer. Dann haben wir 20, dann haben wir. Ja, 15 Grundausbildungen. Das ist nicht mal das Problem. Das Problem ist wirklich die Allgemeinbildung. Die ist wirklich heftig, weil die dauert urlange. Weil, wenn man hier mal sieht, Küchenanweisung. Ja, komm, Küchenanweisung kann auch sein. Weil Allgemeinbildung 0 qualifiziert, weil die müssen nämlich erstmal die. Die Grundbildung schaffen, bevor die was anderes machen können.
Also bevor erstmal mussten die die Grundausbildung schaffen, um dann erst die Allgemeinbildung zu schaffen. Und das ist meistens. Man kennt das ja, ne? Man kennt das ja. So. Jetzt gehen die nochmal schön hier Kackapipi Hunger Durst. Lol, 5 Insassen werden erwartet. Was? Warum gucke ich mir das hier an der Seite eigentlich nie genauer an? Besucher. Ja, gut. Können sie erhalten wie der Dachdecker, ne? Jetzt können sie essen. Guck mal, denen geht's doch eigentlich richtig gut. Ich weiß gar nicht, was deren Problem ist. Eigentlich ist das doch hier voll das Leisure-Leben im Gefängnis. Ich verstehe nicht, warum die da Faxen machen. Aber mit 20.000, wo habe ich denn 20.000 her? Okay. Was ich nämlich definitiv, das habe ich ja nämlich schon mal gesagt. Ich wollte nämlich hier nochmal. Na komm schon hier. Ich würde nämlich hier gerne nochmal einen Zaun ziehen zusätzlich. Das kann ich nämlich jetzt mal machen. Da hätte ich nämlich noch zusätzlich zum eigentlichen Moped noch einen Zaun ziehen, weil man kennt das ja, dass die Gefängnisse ja doppelt gemoppelt sind und doppelten Schutz haben. Und deswegen werde ich das jetzt einfach auch mal machen. So teuer ist der gar nicht. Ha! Easy money. So. Zack, zuziehen. Da unten ist die Personaltür. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das so klug war, die Personaltür da unten einzubauen. Dann baue ich hier mal so eine Schleuse. Das ist doch eine Idee. Doppelte Personaltür. Ah ja, mal schauen. So, warte mal. Ist jetzt freigeschaltet. Oh, die Wachhunde. Hündchen. Geil, Hundepatrouillen. Hündchen. Wo sind die Hündchen? Ich muss nämlich hier irgendwie jetzt einen Zwinger bauen. Genau, die Hunde ruhen sich bei Bedarf aus. Die Hunde ruhen sich aber da aus, wo sich die eigenen Leute ausruhen. Und das ist. Warte mal. Hab ich. Ich hab. Das kann. Warte. Nein, 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 nein. Das kann nicht wahr sein. Habe ich keinen Raum, wo sich meine Mitarbeiter ausruhen können? Insassen? Wo ist das? Zelle Isla Dormitory. Multiple Prisoners. Kantine. Duschraum, Küche. Abfallwerkstatt, Sicherheitsbüro. Nee. Büro, Putzkammer, Gruppenraum. Deine Insassen. Personalraum. Doch. Wo ist denn der Personalraum? Hä? Bin ich doof? Der müsste ja hier irgendwo sein. La, ich hab kein. Ach, da! Ja gut, okay, warte mal, was ich hier machen könnte, ist, dass die sich da so ein bisschen wohler fühlen. Ah, komm, ich gebe mal eine Runde Parkett für alle. Oh, jetzt gleich kommen meine Gelder. Auch geil. Was wollte ich da machen? Ah ja, Wachhund. Ein Zwinger. Dann baue ich den mal hier so. Warte mal, hat der eine Voraussetzung? 5x5 muss im Schlüssel verwenden sein. Joa, passt. Sind das jetzt 5? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. So, ah, machen wir mal so. Ja, da passt. Ja, wird ein großer Zwinger. Wird ein richtig großer Zwinger. Ah, dann kommt hier eine Personal. Nein, kein Tor. Personaltür da rein. Und dann machen wir daraus einen Zwinger. Und dann machen wir mal hier ein paar schöne Wachen mit
Richtig geilen. Zack, da ist die Kohle gekommen. Dann machen wir mal richtig geil Wachen mit Hunden. Dann könnt ihr mal sehen, was die davon haben. Dann geht es denen nämlich richtig an den Arsch. Dann könnt ihr mal richtig sehen, wo der Frosch die Locken hat. Weil dann ist der Spaß nämlich vorbei. Achso, ja, die bauen ja gerade schön das Parkett fertig. Sehr schön. Was ist eigentlich mit meinem Personal? Ich habe 8 Arbeiter. Ein Hundeführer. Braucht er einen Links? Treue Schäfer von der. Ja. Aber braucht er ein Büro? Woran erkenne ich denn, ob die ein Büro brauchen? Na, naja, werde ich sehen. Stell mal einfach einen ein. Okay, jetzt habe ich einen Hundeführer. Ich stelle mal 2 Hundeführer ein. Jetzt haben die ihre Hündchen mitgebracht eigentlich. Ich glaube ja. Jetzt haben die, glaube ich, nämlich ihre Hündchen mitgebracht. Jetzt können wir mal hier wieder zubauen. Dann können wir nämlich daraus einen Zwinger bauen. Hundeboxen. Und dann bauen wir da mal hier so ein paar Hundeboxen hin. Ja, und dann fühlen die sich da ganz wohl. Ach, müde. Ah. Ja, guck mal hier. Was wir hier? Wir bauen mal auch noch 1, 2 breite Sofas hin. Dann können sich die Zwinger, Führer, die Hundeführer auch ausruhen. Und dann passt das. Aber was wir jetzt noch machen, werden wir auf jeden Fall die Hundepatrouillen durchführen. So, die Hundepatrouillen werden auf jeden Fall parallel hier zu laufen. Ja. Wird auf jeden Fall. So, noch einen zweiten. Zack. So, jetzt haben wir schon mal hier 2. Genau, dann laufen die da schon mal durch. Wenn ihr immer schöner schnüffeln, ob da Sachen sind. Sehr geil. Ich würde sagen, wir stellen noch einen dritten ein. Der hier so ein bisschen durchläuft. So, bis in die Kantine mal rein. Mal hier so rein. Mal hier so runter. Ja, das sieht doch gut aus. Oh, vielleicht sollten wir hier noch einen rein. Noch einen wollen die? Okay, das heißt, wir müssen noch so ein paar Hündchen einstellen. Das macht nichts. So. Komm, je mehr, desto besser. Schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Ich habe lieber zu viel als zu wenig. Ja, dann würde ich sagen, das sieht schon ganz in Ordnung aus. Wir haben einen tot und einen entflohenen. Das ist scheiße. Wofür ist der Postraum? Fragen über Fragen. Ihr könnt mir die sicherlich beantworten. Schreibt sie runter in die Kommentare. Ich freue mich über alles. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und in dem Sinne, habe die Ehre.